Ticket Today, Ihr Ticketservice im Internet. Unter www.tickettoday.de. Produktpiraterie ist immer öfter ein großes Problem für die heimische Wirtschaft. Auch für Rommi-Spielkarten macht dieser Negativtrend keinen Halt. Aber die weltweit bekannte Traditionsspielkartenfabrik, die Ass Altenburg, fand die falschen Joker. Wir haben von einem Kunden einen Tipp bekommen, der gefragt hat, sind das eure legitimen Spielkarten? Wir haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Die Qualität ist überhaupt nicht mit unserer vergleichbar. Wir haben dann daraufhin von demjenigen, der die Karten hier in den Verkehr bringen wollte, diese Karten bekommen, weil wir eben mit rechtlichen Mitteln gedroht haben und sind jetzt in der Gelegenheit, in der Situation, diese Karten vernichten zu können. Die mit einem Gewicht von insgesamt 7 Tonnen auf 13 Paletten angelieferten gefälschten Karten stammen diesmal aus China. Den Unterschied zum bekannten Markenprodukt beschreibt Peter Warns so. Am deutlichsten fühlen Sie den Unterschied. Sehen können Sie das gar nicht so. Sie fühlen ihn, aber wenn Sie die Karten in der Hand haben, dann merken Sie, es ist ein schlechterer Karton, ist ein schlechterer Lack, schlechter gedruckt, schlechter geschnitten. Es ist einfach überhaupt keine vergleichbare Qualität. Die 60.000 gefälschten Rommi-Sätze hätten einen Marktwert von mindestens 100.000 Euro erreicht. Verständlich die Freude über deren Vernichtung und damit auch die Sicherung von Arbeitsplätzen in Altenburg. Den Schaden trüge auch der Verbraucher, der im Vertrauen auf die Marke geringere Qualität gekauft hätte. Hier kann jeder selbst etwas tun. Am besten kann er sich schützen, indem er wirklich auf die ordnungsgemäße Markierung der Ware achtet. Also da, wo Ass Altenburger draufsteht, ist dann im Regelfall auch Ass Altenburger drin. Und er kann auch natürlich ein kleines Stückchen sich vor den allerbilligsten Sonderangeboten schützen. Denn mitunter ist das ganz besonders billige Produkt eben kein wirklich gutes Produkt. Wir hatten die gleiche Diskussion beim Gammelfleisch und das gilt am Ende auch für Spielkarten. Also gilt beim nächsten Spieleabend doppelt Achtung vor Betrug. Ticket Today, Ihr Ticketservice im Internet. Unter www.tickettoday.de.